zum Schluss, als letztes Kapitel, wollte ich noch ein paar Worte zum jagdlichen Brauchtum verlieren, wo das herkommt. Man kann so ein bisschen sagen, die Weidgerechtigkeit ist Teil des jagdlichen Brauchtums. Das jagdliche Brauchtum gehört aber nicht zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Weidgerechtigkeit. Soll heißen, wer gegen das jagdliche Brauchtum verstößt, ja, der hat gegen das jagdliche Brauchtum verstoßen, nicht gegen die Weidgerechtigkeit, weil letzteres wäre unter Umständen strafbar. Ersteres, naja, dann gibt man halt den Kollegen mal ein Bier aus. So in dem Bereich ist das dann, wird das dann geahndet. Es stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit der Zünfte, dieses jagdliche Brauchtum, weil da hatte ja jeder Handwerksbereich, jeder Kaufmannsbereich, was auch immer, eine Zunft. Und innerhalb dieser Zünfte, in jeder Zunft, gab es verschiedene einzelne Gebräuche, die eben die Zunft von den anderen Zünften abhebt und daraus so eine kleine geschlossene, zum Teil auch geheime Gemeinschaft gemacht hat. Dieses Zunftdenken ist in der Jägerschaft noch relativ gut überliefert worden und zusammen mit den Zimmermännern, die ja zum Teil auch seltsam angezogen durch die Gegend laufen und auf Wanderschaft gehen, ist halt eben die Jägerschaft so der zweite Bereich, der sich diese Traditionen bewahrt hat. Die gerüchteweise Behauptung, dass das also alles Nazi-Zeug wäre, alles Ideen vom Göring persönlich, das stimmt so sicherlich nicht. Was allerdings sein könnte, aber ich weiß es nicht und muss es nochmal ausführlicher recherchieren, dass so einzelne Aspekte dieser Tradition durchaus aus der NS-Zeit stammen und vielleicht auch noch ein bisschen mit Nazi-Ideologie durchdrängt sind. Vielleicht, ich weiß es einfach nicht, das müsst ihr mir zugestehen, dass ich da erstmal noch eine Weile recherchieren muss, bevor ich dazu irgendeine qualifizierte Aussage machen kann. Ich finde es aber wichtig, dass man die Zweifel einfach mal anmerkt, dass ihr als Zuschauer wisst, es gibt da Zweifel. Ja, so Traditionen sind zum einen natürlich die Jägersprache. Nennen wir mal ein Beispiel, Weidmannsheil. Weidmannsheil bedeutet zunächst mal einen Gruß zwischen zwei Jägern. Hallo, gleichzeitig ein Glückwunsch nach erfolgtem Erlegen von Wild. Weidmannsheil, Weidmannsdank. Das wäre dann die entsprechende Erwiderung auf das Ding. Das Lob, den Glückwunsch, bei der Begrüßung sagen beide dasselbe. Und Weidmannsheil darf von Nichtjägern angewendet werden, um einen Jäger zu begrüßen. Der Jäger antwortet dann nicht mit Weidmannsheil, sondern mit Weidmannsdank. So habe ich das zumindest recherchiert und das war nur ein Beispiel. Weitere Traditionen sind Brüche. Brüche sind abgeknickte Zweige im weitesten Sinne, zum Teil auch abgerissene Zweige, mit denen man Verschiedenes verdeutlichen will. Zum Beispiel wurde früher, wird zum Teil immer noch gemacht, hat dann auch eine praktische Verwendung, die Fährte von krankgeschossenem Wild, das dann wegrennt, Blut verliert und der Jäger folgt ihm, soweit er kann, nach, dass er dann quasi auf seinem Weg, auf dem er das Wild verfolgt, immer mal wieder bestimmte Zweigchen auf bestimmte Art und Weise abbricht, um zu markieren, wo das Wild hingeflüchtet ist. Ein Beispiel. Ein Bruch ist auch die sogenannte letzte Äsung, indem man einem erlegten Stück Wild nochmal einen bestimmten Zweig, ich weiß nicht welcher, oder unter welchen Bedingungen das was für eine Baumart sein muss zum Beispiel, in den Mund steckt. Das mag ein bisschen seltsam anmuten, ist aber tatsächlich was, wo ich jetzt die Jägerschaft in Schutz nehmen muss. Jede Kultur von irgendwelchen Ureinwohnern von irgendwas hat Rituale, mit denen sie ja erlegten Tieren, wenn sie Jäger sind, dafür danken, dass das Tier quasi gestorben ist, um den Jäger zu ernähren, dem erlegten Tier den Respekt erweisen, sozusagen. Solche Rituale gibt es wirklich in jeder Kultur, die Jäger hat. Indianer, Inuit, irgendwelche, ja, Amazonas, Völker, das gibt's überall und ich finde schön, dass wir in unserer Zivilisationsgesellschaft sowas auch immer noch, zumindest in Teilen der jagenden Bevölkerung praktizieren. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
In diese Richtung gehört auch die Strecke legen, wenn man also nach einer gemeinschaftlichen Jagd sämtliches erlegtes Wild schön aufreiht, unter Umständen noch schön beleuchtet mit Fackelschein und denen dann quasi den, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff heißt, aber den wird dann quasi auch geblasen mit dem Jagdhorn. Als Respekterzeugung. Und alle sind dann auch anwesend bei diesem Streckelegen und schauen sich an, was erlegt worden ist. Das mutet wirklich für den Naturschützer und für die Jagdgegner sehr seltsam an. Und ja, ist halt eben auch umstritten. Man muss da auch unterscheiden, ob da es wirklich darum geht, den erlegten Tieren zu huldigen, zu ehren sozusagen, oder ob das eine Geweihschau ist. Das ist nämlich noch was, das habe ich bisher noch gar nicht angesprochen, die Trophäenjagd, wo die Jagd nur deswegen oder zumindest primär deswegen stattfindet, weil jemand sich ein schönes Geweih an sein Häuslein nageln möchte. Da kann ich meine eigene Meinung nicht für mich behalten und finde das völlig bescheuert. Und deswegen ist der Unterschied eben zwischen der Strecke legen, um dem Tier zu huldigen, und zwischen Trophäenschau, wo man halt quasi zeigt, was für tolle Hörner man sich zusammengeschossen hat, schon wichtig. Ja, also das waren jetzt so ein paar Dinge eben in den jagdlichen Traditionen. Habe ich noch was ganz Wesentliches vergessen? Ich glaube nicht. Ja gut, aber so viel zum jagdlichen Brauchtum. Mehr muss man da, glaube ich, als Laie gar nicht zu wissen. Es mutet seltsam an, es ist aber völlig, ja, unschädlich, würde ich es jetzt mal nennen wollen. Also auch wenn man eher dem Bereich des ökologischen Jägers und nicht des deutschen Jägers angehört, wenn man jetzt wieder mal in die beiden Verbänderichtungen gehen will. Es schadet ja nichts, diese ganzen Traditionen da quasi beizubehalten. Und es gibt auch sehr ökologische Jäger, die sehr viel schießen, die trotzdem noch einen Hut aufhaben. Ah, richtig, das habe ich vergessen. Traditionelle Jagdkleidung ist grün. Der Jäger trägt einen Hut. Und der Begriff sich mit fremden Federn schmücken kommt übrigens aus diesem Bereich, denn man darf sich zur Dekoration an seinen Hut nur, ja, Trophäen von selbst erlegten Tieren stecken, also eigene Federn sozusagen. Traditionell verwendete Stoffe für Jägerklamotten sind Loden, Wolle, Leder. Da muss man jetzt sagen, so in Anbetracht dessen, womit ich so in meiner Freizeit rumlaufe, finde ich das irgendwie ganz gut. Und Loden ist ja auch schon was echt Cooles. Muss ich mal unbedingt haben, irgend so eine tolle Lodenjacke. Vielleicht nicht zwingend in Grün, aber ja, wie auch immer. Einen Hut habe ich auch. Aber ohne Jagdtrophäen. Woher denn auch? Mit fremden Federn schmücke ich mich ja nicht. So. Damit sind wir mit dem traditionellen Zeug auch durch. Ich bin am Ende angekommen. Ich mache jetzt noch mal die Einführung am Schluss und schneide die vorne dran. Aber ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.